Ja, Günther, heute Trainingsauftakt beim TSV Altenlotheim mit neuem Trainer Günther Eisenmann, neue Spieler André Faust. Und wie waren deine ersten Eindrücke? Ja, ich muss sagen, sehr positiv überrascht. Erstens mal von der Anzahl, wenn man mit weit über 20 Leuten hier zum Trainingsauftakt beginnen kann. Und auch von der Einstellung her, der Biss ist da und habe eigentlich einen sehr positiven Eindruck. Du kennst ja jetzt Altenlotheim zwar noch nicht so mit genau oder in internas mäßig, aber durch deine Zeit bei der SG Buchenberg-Ederbringhausen, wie schätzt du die Mannschaft ein? Wo liegen ihre Stärken, wo liegen ihre Schwächen? Was wirst du versuchen in der Vorbereitung noch zu verändern oder umzusetzen? Ja, gut. Ich sage, die große Stärke vom TSV ist ganz klar, dass das eine eingespielte, erfahrene Truppe ist, die jetzt über viele, viele Jahre in der Gruppenliga spielt. Also eine erfahrene Truppe. Und ganz klar, die Stärken, denke ich mal, in der Offensive, das sieht man auch im Torverhältnis von der letzten Saison. Relativ viele Tore geschossen, aber auch, da sieht man die Schwächen in der Defensive, auch viele gefangen. Und das wird, denke ich mal, so ein Fakt werden, den ich versuchen werde zu stabilisieren, dass wir die in der Defensive ein bisschen stabiler stehen und dadurch vielleicht auch insgesamt vom Spiel her stabiler werden und dadurch auch unsere Punkte dann einfahren. Ja, du hast es angesprochen, die Defensive ist nicht unbedingt unser Prunkstück. Du hast schon gesagt, wir haben viele Tore gefangen. Welches System schwebt dir so bevor, was du gerne spielen würdest? Oder muss ich das jetzt erst noch über die Eindrücke der Vorbereitung noch ein Bild machen? Ja, ich denke, ein Bild muss ich mir auf jeden Fall zuerst machen. Dafür kenne ich jetzt die Mannschaft noch zu wenig. Aber Die Erfahrungen haben ja gezeigt, dass der TSV Altenlotheim mit einer Viererkette oft versucht, aber nie gelungen, denke ich mal, immer seine Probleme hat. Und ich denke auch personell haben wir eigentlich nicht das Personal, um eine Viererkette zu spielen, wobei ich mich gerne positiv überraschen lasse. Aber es gibt da Varianten von der Dreier über die Fünferkette. Wir sind da, denke ich mal, relativ flexibel und ich denke, ich werde das auch erst entscheiden, wenn man so mit der Vorbereitung am Ende sind, welches System wir versuchen wollen, in der Serie dann auch zu spielen. Ich hoffe, ein erfolgreiches. Ja, das hoffe ich natürlich auch, dass wir wirklich eine gute Vorbereitung auch durchziehen können, dass die Jungs sich da auch entsprechend reinhängen und wir dann zum 31. Juli, wenn die Saison dann startet, auch dementsprechend fit und motiviert sind. Was sagst du denn zu unserem Auftaktprogramm? Ja, ich habe studiert und bin aus dem Staunen nicht rausgekommen. Es war ein hammerhartes Ding. Und nach den ersten 6 Spiele, 2 Absteiger plus mit Bad Wildungen den letztjährigen Tabellenzweiten plus 2 weitere Mannschaften, die unter den ersten 5 waren in der letzten Saison. Das heißt eigentlich, nach den ersten 6 Spielen wissen wir auf jeden Fall, wo wir stehen. Ein hammerhartes Auftaktprogramm, aber auf der anderen Seite müssen wir da durch. Wir müssen irgendwann sowieso gegen jeden spielen und dann ist es am besten vielleicht am Anfang gegen die Starken. Dann können wir immer noch was regulieren, vielleicht gegen die schwächeren Mannschaften. Jetzt hat ja der Verband beschlossen, dass wir keine 20 Jugendspieler mehr brauchen. Dementsprechend hoffe ich, dass wir auch jetzt die Anzahl der 7 Spieler, der benötigten 7 zusammenkriegen, sodass dann auch für die nächste Saison beziehungsweise dann auch für die übernächste Saison keine entsprechende Punktabzüge mehr wegen fehlendes Unterbaus vorhanden ist. Aufgrund dessen bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen, Günther. Ich drücke dir die Daumen, ich wünsche dir ein glückliches Händchen und ich hoffe, wir können erfolgreich die nächste Runde angehen. Vielleicht noch ein kurzes Wort, was so deine Wunschplatzierung zum Ende der Runde hin? Kannst du da schon was zu sagen? Nee, eigentlich nicht, aber ich hoffe, dass wir aufgrund der Personalprobleme, die wir durch die Abgänge vom Steffen Lotze und vor allem durch den Alex Köster haben,
der Kader ist relativ klein. Was ich mir wünsche, ist eigentlich, dass wir von Anfang an nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dass wir immer im oberen Bereich der Tabelle uns wiederfinden. Und wenn wir uns stabilisieren, dass wir dann, ich sage mal, auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz, ich denke, dann sind wir schon relativ gut dabei. Okay, dann sage ich vielen Dank, Günther, für das Interview und weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen hier am Oberbach. Vielen Dank.